Hallo, wir sind Sandra und Jens von Eilerkreisen. Seit nunmehr anderthalb Jahren sind wir mit unserem Kastenwagen in Europa unterwegs. Derzeit sind wir in Norwegen, noch auf den Lofoten, aber nun geht es auf die Westerholen, bevor es für uns weitergeht nach Senja. Aber nun erstmal alles der Reihe nach, was wir alles diese Woche erlebt haben. Ja, mit diesen spektakulären Bildern begrüßen wir euch in einer neuen Woche mit uns. Genau. Wir sind noch so halb auf den Lofoten, halb auf den Westerholen und wir sind auf dem Weg Richtung Andenes. Genau. Ja, was ihr eben gerade gesehen habt, ist der Raftsund. Das ist einer der Fjorde. Da geht es dann ab zum Trollfjord. Den Trollfjord habe ich mal so ein bisschen eingeblendet, aber es war zu weit weg. Ja, den kann man letztendlich nur mit den Hurtigruten, mit einem Schiff erreichen. Wandern ist relativ schwierig, weil ja, da gab es auch in der Nähe nichts irgendwie, wie man, also man konnte nur übers Bootchen hin. Genau. Letztendlich. Ja, es ist ein bisschen frischer geworden. Aber diese 15 Grad fühlen sich definitiv wärmer an wie in Deutschland. Ja, und das Norwegenwetter hat uns auch ein bisschen eingeholt, aber es tut der Schönheit dieses Landes überhaupt keinen Abbruch. Nee, das Norwegen-Virus, das ist noch voll im Gange bei uns, ja, auf jeden Fall. Genau. Weil wir sind ja auch so in grobe Richtung Senja unterwegs, wo wir uns gewaltig drauf freuen. Ja. Aber erstmal kommen jetzt die Westerholen. Genau. Ja, aber wir waren nicht ganz untätig die letzten Tage, denn wir hatten Besuch. Ja, was heißt untätig? Mein Vater hat mich besucht. Wo wir uns richtig, richtig gefreut haben, haben uns ein Airbnb, ein ganzes Haus für einen kleinen, schmalen Taler irgendwie gemietet und haben dem eigentlich nochmal alles ein bisschen gezeigt, was wir schon alles entdeckt haben mit ein paar Kleinigkeiten. Und eine kleine Einblendung davon, die kommt jetzt. Ja, wir befinden uns am Flughafen von Solvær und das ist ja wohl einer der kleinsten, knuddeligsten Flughäfen. Steht bei mir an Platz 2 nach Koh Samui in Thailand. Ja, wir warten auf meinen Vater und der ist gerade in der Luft und ich hoffe und ich wirklich hoffe, dass er einen Sitzplatz am Fenster hat, weil das muss spektakulär aussehen. Hier oben im Norden sieht es tatsächlich fast noch mal geiler aus wie im Süden. Es ist brutal. Diese Inseln sind der Knaller, Mensch. Wer kommt jetzt? Dein Papa. Mein Papa kommt. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Hm. Hi! Was lachst du denn? Was lachst du denn? Das war das für Fliegen! Hä? Was war das für Fliegen? Das war das Ding abgetäuscht, du. Richtig schön! Ich hab ganz schön warm und wenn ich mir es warm. Das ist warm. Das ist warm. Leute, das ist unser Airbnb und wir haben gerade einen Elch entdeckt. Da glaubst du nicht, hier neben der Garage ist er. Those cold nights in December. And the sound of the falling snow. The fireplace warming us. The VHS movie box. Your old broke down touring bus. And not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. You and me were poor as dirt. All we had was time. Wir verbringen zu dritt eine wunderschöne Woche und schauen uns gemeinsam nochmal die Orte an, die wir bereits besucht haben. Im Sport bin ich immer, kannst du mich nie schlagen.
Das Wikinger Museum hatten wir uns extra für unseren Besuch aufgehoben und kostet derzeit 225 Nok pro Person. Hier kann man so lustige Sachen machen wie Bogenschießen, Axt werfen, aber auch eine halbe Stunde mit dem Segelboot voll unter Segel rausfahren, was richtig viel Spaß macht. Insgesamt kann man sich anschauen, wie das Leben damals bei den Wikingern war, und uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Von uns auf jeden Fall eine klare Empfehlung, auch gerade wenn ihr Kinder mitbringt. Auch dem Nussfjord statten wir nochmals einen Besuch ab. Diesmal während des Tages, so dass alle Geschäfte geöffnet haben und wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen können. Ganz Norwegen wächst dieses Gewächs, Trollshaar. Sieht auch aus wie das Haar von den Trollen. Die Woche ging viel zu schnell rum und nun ist es leider wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Boah, das ist schon wieder so mega geil, aber wir fahren jetzt nochmal ein Stück weiter. Wir sind am Fährhafen angekommen, nachdem wir jetzt das zweite Mal hier sind. Wir waren ja eben gerade am Raftsundet, haben dort ein paar Aufnahmen gemacht und wollten uns das Ganze ein bisschen angucken. Ja, und als wir hier am Hafen angekommen sind, die Fähre nach Melbo, ist uns aufgefallen, dass das Mikrofon nicht mehr da ist. Ja, also wieder 25 Kilometer zurück. Und tatsächlich, es lag noch da, wo wir es haben liegen lassen. Und wieder hierher, nachdem wir jetzt das dritte Mal die Strecke gefahren sind. Jetzt war natürlich die Fähre weg und wir dürfen noch mal eine Dreiviertelstunde warten. Aber wenigstens ist das Mikrofon noch da, denn ja, irgendwie das jetzt hier Neues zu bekommen, wäre doch recht schwierig gewesen. Aber wir schaffen es dann jetzt auch bald nach Melbu, also auf die Westerholen rüber zu fahren. Bei Lofoten. Traurig? Von hier bis zur Sonne und zurück. Oh je. Ich bin richtig traurig. Willst du ein Häuschen kaufen? Ja. Und wenn es regnet und schneit den ganzen Winter? Das ist nicht schlimm, dann mache ich uns eine heiße Schokolade mit Marshmallows. Mit Marshmallows? Und ein Feuerchen musst du dann auch noch machen. Und dann ist alles gut. Schön hier. Herzlich willkommen aus Westerholen. Ja! So, ich wollte noch mal was klarstellen. Ich habe mich nämlich vorhin versprochen. Das heißt natürlich Hurtig. Ruten. Und da ist eine. Hurtigruten heißt es. Ach. Aussprache, 6 Sätzen. Unsere erste Station auf den Westerholen ist in der Nähe von Sortland. Westerholen bedeutet im Deutschen übrigens so viel wie westlicher Sund. Die Westerholen werden seit über 6000 Jahren besiedelt. Auch hier ist das Klima dank des Golfstroms recht mild, obwohl es über Island liegt.
Stellplatz ist gefunden für heute. Wir gehen mal ein bisschen hier rum, schauen uns ein bisschen um. Die Angeln nehmen wir nur zum Ziel. Wow! Alter! Wow! Das ist ja mal eine. Abendessen. Juhu! Normalerweise fangen wir nur Fische, wenn wir euch nicht dabei haben. Anscheinend ist das ein Dorsch. Und rausgefunden habe ich das nämlich mit Fischbuddy oder mit Fiskars. Das sind zwei Apps, das sind so eine orangen Apps, da könnt ihr mal nachgucken. Und da kann man den Fisch abfotografieren und dann kriegt man in der Regel ein ordentliches Ergebnis raus, was das denn auch für ein Fisch ist. Ich finde das eigentlich ganz nett, weil wir haben ja wenig Ahnung. Ich habe einen Fisch gefangen. Ja. Toll. Es hätte ja heute Abend so oder so Fisch gegeben, aber jetzt gibt's... Richtig, einen Fisch. Dorsch und kein Lachs. Ja, genau. Ja. Echt? Woohoo! Ja, das wird ja heute ein Festessen. Wow. Genial. Wir dürfen auch rausholen. Ja. Groß genug. Ja. Petri Bank, Norwegen. Schöner Schellplatz. Jetzt gibt's Fischchen. Ein Fisch. Auch mein Fisch. Genau. Das sieht richtig lecker aus. Ja. Makrele und Dorsch in Fanggröße. Toll. Sind stolz. Wir haben leckeren Fisch mit Zitrone, mit Gin Tonic, mit Kartoffeln und Salat. Ja, und den lassen wir uns jetzt schmecken. Auf jeden Fall. Und dann? Geht's morgen weiter? Auf jeden Fall. Auf den Westerhallen. Rohlen. Festerholen. Ja, genau. Den Festerholen. Ja, einen schönen guten Morgen. Hi. Ja, wir haben eine ruhige Nacht verbracht. Definitiv. Ja, obwohl wir hier direkt an der Straße gestanden haben. Und der Fisch gestern war ja mega lecker. Lecker. Super lecker. Wir hatten auch einen richtig schönen Abend mit Sonnenschein. Ja, tatsächlich mit Sonnenschein. Ich habe ja anfänglich immer schon die Befürchtung gehabt, dass dieser Sommer an uns spurlos vorbeigeht. Aber wir haben ja immer schwer Glück gehabt, muss man ja sagen. Ja. Allerdings, die letzte Woche ist ein bisschen und es ist ein bisschen kalt. Oh ja. Wir haben ja ganz viel Gas jetzt wieder aufgefüllt. Ja. Wir haben heute was Spezielles vor. Wir nehmen euch mit und da fahren wir jetzt erst nochmal eine Stunde hin. Ja, also eigentlich wollten wir ja ganz woanders hin und haben jetzt hier eben nochmal angehalten, weil wir noch ein bisschen Zeit übrig hatten. Typisch deutsch, waren wir 2 Stunden zu früh und haben jetzt einfach die letzten 2 Stunden mit Angeln verbracht und haben tatsächlich nochmal 3 Makrelen rausgeholt. Boah, das sind bestimmt 2 Kilo, haben wir jetzt eben gerade schon mal alles ausgenommen und Küchen fertig gemacht. Aber jetzt geht's los. Und zwar, wenn ihr Lachs esst, ist der definitiv aus Norwegen, denn zu 90% kommt er aus Norwegen. Und wo der genau herkommt, das wollen wir uns heute mal angucken. I'm not sure what's what it is in or for you. Yes. So what you place is my resident. Oh, my turn. Our salmon in those 3 fish cages that you will be visiting afterwards. Yeah. And now we have our production on sea. Yeah. Ja, also wir sind ja heute bei einer Aquakultur hier in Blocken und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben uns jetzt einmal einen 3D-Film angeguckt, das war richtig, wir waren mitten im Becken, total cool. Und jetzt hat sie nochmal so einiges erklärt. Da es aber jetzt für uns mit dem Bootchen rausgeht, würde ich sagen, ich erzähle euch gleich noch mehr davon. Hey! Hey! Yeah, that is us. Okay, just a safety. I need to speak. We have about 100,000 salmon.
in each of these three cages. And the salmon is about 1.1, 1.2 kilos at this stage. That'd be great. Florida. From Florida. So how will camera met in Mara? Oh, brother, bring your language from Gela. Okay, hier gibt's gerade einen Wal. Jetzt noch ein bisschen aufgeregt hier. Wal. Oh, there it is. Front now. Straight ahead. There it's going out. Oh, is that the one? That's just a small one. Gerade noch mal ordentlich hier mit dem Speedboot hier kreuz und quer durch die Bucht gefahren. Hat ordentlich Gas gegeben, der Kollege, hat Spaß gemacht. Ja, was sie uns gar nicht vergessen hat, gerade zu erzählen, wir haben Wal gesehen. Vom Weiten und auch noch recht jung, aber wir haben Wal gesehen. Ja, toller Tag. Das war auf jeden Fall ein kleiner Knallerausflug. Das hat richtig Spaß gemacht und war super, super interessant. Ja. Bitte, bitte tut uns einen Gefallen. Nicht in die Kommentare schreiben, jetzt irgendwie Aquakulturen, ja, nein, böse, gut, wie auch immer. Wir essen gerne Lachs. Um das Ganze kurz abzuschließen, wir essen gerne Lachs, wir essen gerne Fisch. Wir sind natürlich kein Fan von irgendwelchen Massentierhaltungen oder wie auch immer was. Aber es hat uns interessiert. Und es war sehr lehrreich. Definitiv. Seitdem wir in Norwegen eingereist sind, konnten wir immer wieder an der Küstenlinie halt auch diese Aquakulturen sehen. Und 90% von dem ganzen Lachs, den man im Supermarkt überall kaufen kann, kommt genau aus solchen Aquakulturen. Und ich finde, man kann sich nur ein Urteil erlauben, wenn man sich das Ganze auch mal ein bisschen angeguckt hat. Genau. Die haben uns hier echt eine tolle Führung gegeben. Mit 3D, das konnte man natürlich leider nicht aufnehmen, aber es war total klasse. Du warst auf einmal mit den Lachsen im Becken und so weiter. Ja. Auf den Offshore-Parks und Käfigen, Wahnsinn. Also sie haben es wirklich toll erklärt und haben es dann auch nochmal draußen gezeigt. Jetzt eben gerade nochmal eine kurze Verkostung. Ich finde einfach, dafür, dass man sich das hier einfach mal angucken kann, dass sie wenigstens ihre Türen öffnen und das auch einfach mal zeigen, fand ich jetzt. Das sehr, sehr umweltbewusst, sehr familiär kommt das hier alles rüber. Ja. Also wirklich eine tolle Sache. Wir verlinken das hier irgendwo genau. Im Bild. Verlinken wir definitiv. Und wer Lust hat, schaut vorbei. Und wer keine Lust drauf hat, der schreibt keine bösen Kommentare. Genau. Und jetzt geht's weiter. Ja. Tja, das war ein richtig cooler Ausflug. Vor allem finden wir es ja total cool, dass sie wirklich ihre Tore hier quasi aufmachen. Ja. Und man doch einiges sehen kann und sich ein Bild drüber machen kann. Jetzt haben wir uns total mit dem Kapitän verquatscht wegen Norwegen und Dunkelheit, Winter. Ja. Auch super cool. Ja. Können wir leider wahrscheinlich nicht einblenden, weil das wird ja viel zu viel. Ja. Man kommt mit den Norwegern ja nicht unbedingt so schnell in Kontakt. Deswegen nutzen wir ja immer jede Chance, um so ein paar Internas rauszubekommen. Klasse. Und jetzt geht's weiter in Richtung Norden, weiter in Richtung Andenes. Guten Morgen, wir haben eine richtig gute Nacht verbracht. Neben uns zwei Deutsche, die den kompletten Weg von Norwegen runterfahren wollen. Ich glaube, in Tromsø sind sie gestartet und wollen jetzt einmal runter bis nach Dänemark. Haben wir uns gestern noch richtig gut ausgetauscht. Ja, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, was wir heute Schönes machen, weil die Jungs hatten auch noch ein paar Tipps. Wir sind ja gestern hier von Plokken gestartet, hier einmal lang gefahren, sind jetzt auf der Insel Andøya. Das ist ein Teil von den Vesterålen, kurz vor Bø, und wollen jetzt hier langfahren. Die Jungs haben uns schon gesagt, das ist eine sensationell schöne Strecke. Da werden wir heute auf jeden Fall langfahren.
Ich denke, wir kommen heute bis nach Blake und werden uns ein paar Strände anschauen. Ja, da bin ich auch schon richtig gespannt drauf, denn das Wetter passt. Und nun verratet uns mal, wie man nicht verzaubert sein soll von den Westerolen, obwohl sie nicht so bekannt sind und immer noch im Schatten von den Lofoten stehen, wenn man diese Aussicht hat. Junge, 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 Junge. Sind wir schon wieder in der Karibik? Das ist sprachlos sensationell. Er ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Weißer Pulversandstrand. Ja. Und schönes Wetter an einem traumhaften Platz. Genau, wir sind nämlich im Nationalpark von Blake. Das ist ungefähr 6 Kilometer noch entfernt von Anders. Sind an wirklich einem Hammerplätzchen hier. Und zwar sind wir hier in Blake im Nationalpark, wie die Sandra ja schon gesagt hat. Bei bestem Wetter, und ich bin echt ein bisschen sprachlos, der Strand ist der Knaller. Man denkt wirklich, man ist in der Karibik. Und da hinten das ist der Puffinberg. Wir nennen sie immer die Puffins. Das sind kleine Papageientaucher, diese Puffins. Und da gibt es wohl ganz, ganz viele davon. Man kann da mit dem Schiff hinfahren, kostet glaube ich 60 oder 70 Euro oder sowas. Wir versuchen jetzt mal mit der Drohne dahin zu fliegen. Der Berg ist ungefähr 158 Meter hoch. Es gibt sogar eine Höhle, durch die man hindurchgehen kann. Jedoch darf man die Insel erst wieder ab dem 1. August betreten, denn rund 80.000 Papageientaucherpaare brüten hier zurzeit. Es ist ein Heidendurcheinander dort. Aber wir fliegen natürlich nicht allzu nah ran, um die Tiere nicht zu stören. Die Papageientaucher ernähren sich von kleinen Fischen, Garnelen und Krebstieren, werden bis zu 20 Jahren alt und haben sie einmal ihren Partner fürs Leben gefunden, dann ist dies auch fürs Leben.
Sie legen nur ein Ei pro Jahr und kommen jedes Jahr zur gleichen Brutstätte zurück. Morgen machen. Sprech mit dem Kerl, hat ein Boot dabei. Und dann zeigt er mir seinen Motor, hat einen 15 PS Außenroller dabei. Und das hat er jetzt mal hier runter geschafft. Jetzt müssen wir nur irgendwie ins Wasser kommen. Kein Spaß, da war jetzt gerade ein Puffin und der ist hier vorne abgetaucht. Kleiner Puffin. Ein Puffin, die sind ja so witzig. Ich muss jetzt mein Fernglas holen. Fernglas? Lieber ein Bier mit. Mein neuer Freund hat nämlich gesagt, er macht erst einen Family-Trip zu den Puffins. Und dann hat er gesagt, will er uns nochmal rausbringen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und vor allem hoffe ich, dass das Wetter hält und die Welle nicht so stark wird. Wir nehmen euch mit. Wo ist der Puffin? Wo ist er denn? Das war doch noch da, gell? Ja. Und das war einer. Vor allem, warum sitzen die überhaupt da vorne auf der Insel rum? Das ist doch nur 1,3 Kilometer, ne? Ist es ja gar nicht. Können wir mal herkommen? Können wir mal zu mir kommen? Sehen, es ist weg. Und zwar kam eben gerade auf einmal der Schächer an und hat gesagt, wollt ihr jetzt rausfahren, beziehungsweise nur der Jens? Weil der kann natürlich auch mithelfen, im Gegensatz zu mir. Und er hat jetzt noch seinen Sohn mit dabei, also der Tscheche. Ja, und jetzt sind sie da rüber gefahren zur Insel. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Jens für Bilder mitbringt. Der hat die GoPro dabei. Drückt mir mal die Däumchen, dass er mir wenigstens ein paar schöne Bilder von dem Papageientaucher mitbringen kann. Leute, das ist absoluter Wahnsinn. Wir sind jetzt hier mit dem Boot rausgefahren. Hier ist alles voller Puffins. Hier sind aber 1000 Puffins unterwegs. Unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass man das auf der GoPro sieht, aber ich habe mich nicht getraut, das Telefon mitzunehmen. Hier sind aber tausende von Puffins. Das ist ja total. Gesehen. Die sind goldig, ja? So süß. Wahnsinn. Oh, ganz nah. Wow. Big. Big one. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt sind wir da einfach mal im Boot rausgefahren und haben Puffins gesehen. Glaubst du das denn? Ich bin völlig sprachlos. Gestern die Lachsfarm, dann Wal gesehen gestern.
Jetzt haben wir unsere selbstgefangenen Makrelen am Tisch. Wir lieben es. Wir lieben Norwegen. Es ist unglaublich. Ich ziehe her. Ich gehe nie wieder weg. Und jetzt steht noch Andernes an und dann geht's rüber nach Senja. Also, boah. Ja. Dranbleiben, Leute. Dranbleiben. Liken, kommentieren, abonnieren, was das Zeug hält. Wir würden uns tierisch freuen. Ja. Und übrigens, Diesel und Kaffeekasse. Wäre auch eine ganz geile Nummer, würde uns total freuen. So, jetzt essen wir was und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Was ein schöner Morgen, absolut magisch, wie sich auch diese Insel mit den Papageientauchern immer wieder im Nebel verzieht. Toll. Ja, jetzt gehen wir mal ein Stückchen laufen. Und hier wachsen überall am Wegesrand Moltebeeren. Die sind in unseren Filden, also in Mitteleuropa, in Europa insgesamt, geschützt. Aber hier wachsen sie überall und dürfen auch gesammelt werden. Nicht so bärentypisch. Es ist so ein bisschen süßlich, aber dann sauer. Aber sauer macht ja lustig. Richtig schick. So langsam wird es warm. Ja. So langsam kommt die Sonne raus. Und wir gehen jetzt mal zurück. Machen uns flott. Und dann geht's los. Das war ja dann ein Knallerchen, würde ich mal sagen, oder? Was? So, manche von euch haben ja schon unseren Sprachgebrauch angefangen. Ja, also diese Westerolen, was war da schon wieder? Eine Knallerwoche. Letzte Woche waren es noch die Lofoten. Ja. Diese Lofoten, ja, hast du gesagt. Ja, die haben. Jetzt sind es die Westerolen. Ja, das ist halt alles Norwegen und ich habe mich halt in Norwegen verliebt. Ja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Wollen wir mal ganz sachlich bleiben jetzt hier, gell? Sachlich? Deswegen sind wir hier, weil wir sachlich sind. Ja, also, Westerholen. Erst ein bisschen, dachte ich mir so, oh, nach Lofoten, was soll da kommen? Hier. Wettermäßig war es am Anfang ein bisschen, und dann wurde es doch richtig geil. Dann wurde es doch richtig, richtig gut. Es wurde richtig sonnig. Und ja, speziell jetzt auch der letzte Platz und auch die Lachsfarm und das Angeln sowieso hier, das war schon super. Also jeder, der Fisch isst, sollte eine Angel mitnehmen, definitiv. Ja, der größte Unterschied ist letztendlich, dass hier einfach mehr Platz ist, man wieder weiter gucken kann. Die Fels- oder die Bergformationen sind auch wieder unglaublich spektakulär. So schade, ihr habt es gerade gesehen auf dem Weg, wir sind ja jetzt aktuell gerade in Andernes. Und auf dem Weg hierher, es war der eine Berg, da sammelt sich direkt die ganzen Wolken und dann siehst du nichts mehr. Ja. Sah auch schön aus, aber diese Berge hier rings um Andernes sind spektakulär, definitiv. Definitiv. Also den Teil von Westerholen auf jeden Fall mitnehmen. Nicht einfach durchrauschen nach Senja, sondern hier, wenn ihr, und wenn es nur 2-3 Tage sind, nehmt es auf jeden Fall mit. Das ist echt empfehlenswert. Und es ist tatsächlich jetzt dann auch weniger los als auf den Lofoten. Definitiv. Es ist wesentlich mehr Platz. Ja. Ja, es ist mehr Platz. Es lässt sich wesentlich einfacher fahren. Und alles gut. Alles schick. Ja. Hat Spaß gemacht. Definitiv. 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 Und wir sitzen halt jetzt gerade hier so am Hafen von Andenes. Ja. Wollten uns eigentlich Andenes noch ein bisschen angucken. Hier lief kein Mensch über die Straße. Also hier ist, glaube ich, nicht nur das Ende der Lofoten und der Westerholen, hier ist so ein bisschen das Ende der Welt. Ich kann das erklären. Ich habe echt gedacht, hier wäre mehr los. Heute ist Sonntag. Ja, heute ist Sonntag. Mhm. Naja. Gut, wie auch immer. Wir stehen jetzt in
wie sagt man, Linie 2, ja. Da stehen wir jetzt gerade und hoffen drauf, dass, man auf die Fähre, dass wir auf die Fähre noch kommen. Weil diese Fähre kann man tatsächlich nicht vorbuchen. Genau. Ja, da ist ein bisschen Daumendrücken angesagt. Wir fahren heute, spätestens morgen, definitiv nach Sinja rüber. Und da drüben, man sieht schon die Berge, das wird mit Sicherheit gut. Ich hoffe, dass es... Drückt uns die Daumen nochmals, ja. dass das Wetter hält. Und wir sausen jetzt darüber. Wir sehen uns nächste Woche. Genau, jetzt haben wir nämlich wieder genug gequasselt. Genau. Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Schreibt uns einfach mal ein liebes Kommentar, wenn ihr noch nicht abonniert habt, weil das sind nämlich ganz schön viele von euch. Ja, das stimmt wohl, das sind 80% von euch. Genau, einfach mal auf das Knöpfchen fürs Abonnieren hauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne nächste Woche hier von ja, Norwegen genau. Und dann von Senja wieder. Ja, und da freuen wir uns richtig drauf. Macht's gut. Tschüss.